Wir kommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Licht 1940 und dem ZFC Meuselwitz. Endstand 1:1 vor 168 Zuschauern. Ich begrüße sehr herzlich zur Pressekonferenz unseren Gästetrainer, Herrn David Werner, und unseren Trainer Zeljko Ristić. Wir wollen natürlich gerne von beiden Trainern hören, wie sie die 90 Minuten plus 5 Minuten Nachspielzeit gesehen haben und möchten da erstmal unseren Gästetrainer ein Statement bitten. Ja, erstmal schönen guten Tag. Ich denke, wir müssen die beiden Halbzeiten ein bisschen trennen. Ich glaube, wir sind in der ersten Halbzeit schon recht dominant aufgetreten. Wir wollten die Räume bespielen, die uns Lichtenberg gegeben hat. Das haben wir zwei, drei Mal richtig gut gemacht. Haben im Abschluss dann einfach diese Zielgenauigkeit, die Zielstrebigkeit noch ein bisschen vermissen lassen. Wir waren einfach nicht so bereit, so dieses letzte Quäntchen rauszupressen, um einfach dieses Tor zu erzielen. Zweite Halbzeit, denke ich, war das ein Spiel auf einem relativ flachen Niveau. Man muss aber sagen, dieser Fußballplatz ist eine Tragödie. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, also wie man hier Fußball spielen kann, das ist in meinen Augen schon ein bisschen auch verletzungsgefährdend. Also es ist wirklich, das macht dann nachher am Ende des Tages keinen Spaß. Der Gegner muss das auch machen. Zweite Halbzeit, denke ich, hat Lichtenberg deutlich bessere Spielanteile gehabt. Zwei, drei richtig gute Möglichkeiten. Nach dem Tor, nach der Standardsituation, wir wussten, dass halt die Standardsituation heute sicherlich entscheiden werden. Nach den Standardsituationen oder nach der Ecke liegen wir auch folgerichtig zurück, weil wir einfach nicht bereit waren zu verteidigen, kommen dann aber durch eine richtig gute Aktion nach einer Ecke auch wieder zurück, machen den Elfmeter. Ich glaube, dann ist die Geschichte des Spiels erzählt. Also mehr hat das Spiel wahrscheinlich auch nicht verdient als das Unentschieden. Vielen Dank. Und jetzt unser Trainer Zeljko Ristić. Ich stimme so in etwa zu, dass die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit müssen getrennt sein. Von zwei verschiedenen Spielen war es gewesen. Bei uns war es so gewesen, durch die Gegebenheiten, die sich bei uns vor dem Spiel gewesen, dass ein Spieler krankheitsbedingt abgesagt hat oder dass Lehmann auch krank fehlte, sind so jedes Woche gefühlt eine neue Gegebenheit, neue Möglichkeiten für uns sich ergeben. Und deswegen sind wir im Ganzen eigentlich sehr zufrieden mit der Leistung dieser Mannschaft. Ich stimme auch zu, dass dieser Platz sehr Berlin-like ist natürlich und ich glaube, dass viele Rasenplätze in Berlin so aussehen und dass da auch kein gutes Fußballspiel stattfinden kann. Dennoch war ich sehr überrascht, dass unsere Mannschaft gerade zweite Halbzeit die Massaker beim Ball gespielt hat und damit auch ziemlich Torschancen hatten. Und für uns ist aber trotzdem auch gefühlt mit der zweiten Halbzeit gerade, dass wir das eigentlich den Sieg eigentlich näher dran waren als Meuselwitz und war trotzdem sehr, sehr zufrieden mit den ganzen Gegebenheiten, die stattgefunden haben eigentlich vor dem Spiel. Vielen Dank. Gibt es Fragen von Pressevertretern? Okay, dann habe ich eine von den Pressevertretern von der FUGO. Die wollten eine Stellungnahme, wie du den Elfmeter gesehen hattest. Irgendwie war es so ein selber Elfmeter gefühlt wie gegen Eilenburg, da haben wir genau dieselbe Situation gehabt. Berechtigter Elfmeter, muss man sagen. Also unachtsam gewesen und dann gescheppert und dann ist es Elfmeter. Alles klar, vielen Dank. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen zweiten Advent. Und hoffe, dass wir uns dann in der neuen Saison, entweder zuerst bei euch oder bei uns, dann hoffentlich wirklich bei uns zu Hause, wiedersehen. Vielen Dank.